Vater, danke vielmal für dein kostbares Wort, das ein Same ist, ein lebendiger Same, der full of power. Danke, dass es in unsere Herzen hineinfällt und mächtige Frucht bringt. Danke, Herr, dass wir dich sehen in dem Ganzen, dein Erlösungswerk und wie vollkommen du bist und dein Werk, das du getan hast. Herr, wir sind dir in alle Ewigkeit dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Offenbare du dich jetzt unter uns in deinem Wort, Herr. Wir danken dir. Amen. Amen. Dies ist Ferienzeit, okay, das wissen wir. Aber viele nehmen da einen unsichtbaren Koffer mit in die Ferien und der heißt Sorgen und Angst und Stress und weiß ich was. Und die kommen dann meistens ungefähr gleich zurück, weil ja eben die Probleme nicht gelöst worden sind unterdessen und es einfach dasselbe ist wie vorher. Aber unser Ziel ist ja, dass wir im Frieden sind, im Frieden leben und Frieden im Herzen haben. Und das ist so ein ganz kostbares Geschenk, das uns der Herr gemacht hat. Und ich möchte ein bisschen über den Frieden Gottes sprechen, weil das Evangelium wird durchaus Evangelium des Friedens genannt. Ein Evangelium des Guten. Also nicht nur Gnade, da drin ist ja alles in dieser Gnade. Es heißt Evangelium der Gnade Gottes, aber an anderen Stellen im Römer 10 zum Beispiel spricht Paulus vom Evangelium des Friedens, vom Evangelium des Guten. Und das sagt ja eigentlich alles aus. Also diesen unsichtbaren Koffer wollen wir nicht mitnehmen. Amen. Wir gehören nicht zu der Welt in dem Sinn, die keine Lösung hat dazu. Ich möchte auch zuallererst eine Geschichte vorlesen über den wahren Frieden. Vielleicht kennen einige diese Geschichte, schon gehört, vielleicht auch schon hier vor ein paar Jahren oder so. Es war einmal ein König, der wissen wollte, was wahrer Friede ist. Er offerierte einen hohen Preis dem Künstler, der das beste Bild über das Thema Frieden malen würde. Am Schluss gab es nur zwei Bilder, die er wirklich treffend fand. Jetzt stand er vor der schwierigen Aufgabe, das Bessere auszuwählen oder das Beste auszuwählen. Auf dem ersten Bild war ein ruhiger, spiegelglatter See zu sehen. Rings um den See erhoben sich Berge, majestätisch und wunderbar, die sich im friedvoll ruhenden See widerspiegelten. Hoch oben der blaue Himmel mit luftigen weißen Wolken. Eine perfekte Darstellung des Friedens. Auf dem zweiten Bild waren auch Berge zu sehen. Diese aber waren kahl und kantig und über ihnen ein stürmischer Himmel mit grauen Wolken. Regen ergoss sich auf die Erde, Blitze zuckten. Auf der einen Seite des Berges stürzte ein Wasserfall in die Tiefe, wahrhaftig kein Anblick des Friedens. Als der König sich dieses Bild genauer anschaute, sah er hinter dem Wasserfall eine Felswand und wie es aussah, eine kleine Nische und etwas Grünes. Ein winziger Busch war da zu sehen. Da war eine Vogelmutter, die ihr Nest genau dort gebaut hatte. Umgeben vom drohenden, brausenden Wasserfall saß sie in ihrem Nest. Welches Bild gewann den Preis? Der König wählte das zweite. Weißt du weshalb? Er sagte, Friede bedeutet nicht ein Ort, wo kein Lärm, keine Schwierigkeiten oder keine Herausforderungen sind. Friede bedeutet
mitten im Lärm, mitten in Schwierigkeiten und Herausforderungen zu sein und Frieden zu haben im Herzen. Das ist die wahre Bedeutung von Frieden. Ich finde das sehr eine treffende Beschreibung, weil der Friede ist ja ein Geschenk vom Herrn und er ist in unserem Herzen. Weil es wird nie so sein, dass wir hier in dieser Welt einfach ohne Turbulenzen sind, ohne Schwierigkeiten sind, ohne Herausforderungen sind und manchmal sogar wirklich ohne, ja, manchmal geschehen einfach in unserer Nähe, unserer Umgebung wirklich ganz große Probleme. Aber der wahre Friede ist in unserem Herzen und so wie diese Vogelmutter dort hinter dem Wasserfall, bei diesen kantigen Bergen, in diesem Donnergeröll und Blitz und alles, behaltet das Bild. Genau so sind wir geborgen in der Hand von unserem Herrn und beschützt, egal wo wir sind. Das dürfen wir einfach im Glauben annehmen. Jetzt gehen wir zu Römer Kapitel 5, Vers 1. Und wollen schauen, weil schlussendlich ist es das Wort, das uns Aufschluss gibt über den wahren Frieden, weshalb wir als Christen wirklich Frieden haben dürfen. Am letzten Mittwoch haben wir für die Regierung gebetet und dort gibt es ja diesen Vers im Timotheusbrief, wo Paulus Timotheus auffordert, dass man vor allen Dingen, also eigentlich bevor wir für uns selber beten, auch für die Regierung beten sollen. Weil er möchte, dass wir im Land Frieden und Ruhe haben und Gottes Furcht. Das wäre sein Wille, nur das ist fast nirgends der Fall. Aber wir dürfen glauben, dass unsere Gebete wirksam sind. Wir sollen dafür beten. Gott will, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Aber Gott hat versprochen, die Seinen zu bewahren. Wir dürfen das beanspruchen. Und wir kennen absolut phänomenale Zeugnisse, wo mitten in Attentatgegenden Menschen bewahrt wurden. Ich denke an 9-11, dort haben wir eine ganze Reihe Zeugnisse gehört, wie Menschen einfach bewahrt wurden und nicht dort waren zu dieser Zeit. Sie kamen verspätet und es war schon geschehen. Aus komischen Gründen kamen sie zu spät an diesem Morgen. Oder sie waren krank und sind im Bett, waren im Bett und gingen gar nicht. Oder einfach also ganz interessante Dinge. Auch in Zürich, das Swiss Hotel da in Zürich Oerlikon hieß früher Hotel International. Und dort zu oberst, das war dann höher, glaube ich, zu oberst hatte, in der obersten Etage war ein Grill, also ein Restaurant. Und dort waren Leute, an einem Sonntag sogar war das. Und eine Gruppe gläubiger Leute waren dort auch am Essen. Und man weiß, dass dann ein Unfall war, ein Brand war und Menschen ums Leben kamen. Jetzt, diese Leute, die gläubig waren dort, die waren sensibel für den Heiligen Geist. Sie hatten plötzlich den Eindruck, mitten im Essen, sie sollten aufstehen und die Treppe runtergehen. Sie haben das gemacht. Das ist gegen allen Verstand, oder? Sie waren keine Opfer. Es war wirklich eine große Story mit Toten. Sie kamen nicht um. Gott hat sie bewahrt. Man muss auf die Führung des Heiligen Geistes achten. Wir sind sensibel, wir hören. Und wir vertrauen auch jeden Morgen, dass wir am richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit. Das dürft ihr auch für eure Ferien beanspruchen. Darum ist das Gebet einfach so wichtig. Die Verbindung mit Gott. Er führt uns durch seinen Heiligen Geist, der ja auch Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er wohnt in uns, der Heilige Geist, und er ist allwissend, er weiß alles. Aber weshalb dürfen wir diesen kostbaren Frieden haben, mitten in
Turmoil, mitten in großer Schwierigkeit, mitten auch, wenn vielleicht wirklich mal etwas ist mit der Familie oder so. Weil von diesem Frieden, wenn wir diesen Frieden behalten, Gott führt uns raus aus jeder Schwierigkeit. Das ist ganz sicher. Aber weshalb ist das so? Im Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind. Also wir sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Das ist das ein Hauptthema des neuen Bundes, dass Gott uns gerecht gesprochen hat, dass Gott nicht mehr die Sünde uns anrechnet, dass Gott uns so sieht in Jesus Christus, im Bund mit Jesus, wie wenn wir nie Fehler gemacht hätten. Das ist schon mal ganz außerordentlich. Viele Menschen leiden unter Sündenbewusstsein, unter Schuldgefühlen, unter Anklage, weil niemand macht alles richtig. Niemand. Auch wir nicht. Niemand. Aber wenn das ständig im Vordergrund ist, darum legen wir so eine große Betonung auf die Gerechtigkeit Gottes in unserer Gemeinde, weil wir wissen, wir empfangen diese Geschenke jeden Tag neu, gemäß Römer 5, 17. Wenn wir den Überfluss seiner Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit jeden Tag neu. Jedes Mal, wenn es uns in den Sinn kommt, danken wir für diese Gnade. Das ist unverdiente Gunst, dass wir gerecht gesprochen worden sind. Praise the Lord. So haben wir Frieden mit Gott. Wir müssen uns nicht mehr fürchten vor Gott. Wir müssen uns nicht mehr fürchten vor Strafe. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Wow, das ist so ein großes Geschenk, diese Friede. Weißt du, wenn wir angespannt sind und Angst haben und Dinge fast erwarten, das Böse erwarten, es ist wie eine Tür öffnen für das Böse, für Anschläge. Ja, was wir befürchten, wenn wir länger drin bleiben, wir öffnen eine Tür, damit es sich uns nähert. Vertrauen zu Gott. Wissen, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Dass Gott uns gerecht gemacht hat. Das ist so wichtig für unser Wohlergehen. Jetzt wollen wir schauen, was Frieden überhaupt heißt. Ja, Frieden, wir kennen es im Hebräischen. 1, 2, 3. Shalom. Aber wenn Menschen Shalom sagen, und wenn ich ein Jude sehe, sage ich immer Shalom, die lieben das. Wir wollen einfach damit unsere Solidarität auch zu Israel bekunden und dass wir halt sagen, hey, ihr seid unsere Gemesse, wir sind Brüder, aber gut. Sie sehen das vielleicht noch nicht so, aber wir sehen das schon so. Wir sagen Shalom, aber weißt du, was Shalom heißt? Viel mehr als Friede, es heißt Prosperität. Hey, jedes Mal, wenn sie sagen Shalom, sagen sie eigentlich, ich wünsche dir Wohlergehen, ich wünsche dir Schutz, ich wünsche dir Gutes, ich wünsche dir Ruhe, Friede, Ganzheit. Shalom. Also, es ist so cool. Weißt du, wie das Wort im Griechischen heißt, im Neuen Testament? Eirene. Und Eirene, davon nehmen wir den Namen Irene. Also ich möchte dir heute etwas mitgeben auf deine Reise. Geh mit Irene in die Ferien. Ja? Verlass die Irene ja nie. Und die Irene soll dich nie verlassen. Irene geschrieben im Griechischen. Aber dieser Name Irene kommt von diesem Wort Irene. Und das ist absolut dasselbe. Frieden sei mit euch. Wenn Jesus sich offenbarte zu den Jüngern, Friede. Das ist, was er sagte. Er wollte ihnen sagen, hey, es ist nicht gemäß dem, was du tust und wie cool du bist und wie sehr du alles auf die Reihe probierst zu bekommen. Es ist, weil ich es bereits auf der Reihe habe. Das ist Shalom. Dahin ruhen wir. Weil das andere macht uns verrückt.
Wir werden nie alles auf die Reihe kriegen, wir werden nie alles so perfekt machen. Das ist sehr gesetzlich, das Denken. Natürlich geben wir uns alle Mühe, wenn wir in der Schule sind oder im Beruf. Niemals. Die Menschen, die Grace verstehen, sind die besten Mitarbeiter. Paulus sagt es. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber ich arbeite mehr als ihr alle. Weil ich einfach, wie heißt es dort ich muss das einfach lesen, weil das ist so ein cooler Vers. 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also nicht so, dass Gnade einen faul macht. Ganz im Gegenteil. Gnade ist a person. Grace has a face, sagen wir immer. Die Gnade ist gekommen in Jesus. Gnade und Wahrheit sind gekommen in Jesus. Wenn wir Jesus haben, haben wir Gnade. Er hat uns so sehr gesegnet. In Jesus sind wir so sehr gesegnet. Und das ist absolut unverdient. Und wir können nicht durch eigene Leistung und Anstrengung etwas zu diesem Erlösungswerk dazu tun. Weil wir sind schon gesegnet in Jesus. Wenn wir das erkennen, wie gut wir es haben und ihm danken. Darum ist Lobpreis so wichtig. Wir preisen ihn für was er getan hat. Früher habe ich eher Lobpreis ein bisschen anders gesehen. Jetzt ist für mich nur noch der Fokus, was er getan hat. Früher haben wir viele Lieder gesungen. Oh Jesus, ich liebe dich so sehr und ich preise dich so sehr und ich danke dir so sehr. Und das ist auch gut. Also das ist immer noch gut. Aber mehr sollte sein, Herr, ich danke dir, was du getan hast. Deine Gnade, Herr, ich schaue zu dir, ich empfange deine Gnade neu. Du bist so wunderbar. Herr, ich danke dir, was er getan hat. Amen. Oh, es setzt einen wirklich frei. Das gibt uns Frieden, wenn wir wissen, wir sind gerechtfertigt. Wir wurden gerecht gesprochen. Also, das ist der Stand, das ist nicht unser Tun. Er hat das getan, bevor wir ihn kannten, hat er entschieden, dass er uns alles vergeben würde und uns die Schuld und die Sünde nie mehr zurechnen würde. Das hat er entschieden. Alles schon vor Grundlegung der Welt, heißt es. Gott ist eben Gott, er ist nicht in diesem Zeitding drin, wo wir sind. Ja, Einstein hat das schon herausgefunden, dass es etwas mehr gibt als diese Zeit hier. Amen. Das da draußen gibt es irgendwo keine Zeit mehr. Darum werden wir nie alt im Himmel. Das ist ein anderes Thema, aber es ist einfach so. Wir werden alt, weil seit Adam, seit dem Sündenfall, ist die Sünde in die Welt gekommen und somit der Tod. Und jede Krankheit und alles, wenn uns etwas sticht oder irgend oder eine Falte mehr oder alles, sind eigentlich Manifestationen des Todes. So ganz langsam, einfach etwas, was vergeht, was verwelkt. Das war nie Gottes Plan. Gottes Plan war von Anfang an ewiges Leben, weil er ist pures Leben, Jesus. Aber es wird vergehen. Schlussendlich werden wir einen neuen Leib empfangen. Das sind die paar Jährchen da auf dieser Erde. Das halten wir schon noch durch. Es gibt viele, viele Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Also Shalom, Eirene im Griechischen, Prosperität, Sicherheit, Ruhe, Frieden natürlich, Ganzheit. Es ist der ruhige Zustand einer Seele, die in der Errettung durch Jesus Christus ihre Sicherheit hat. Wir sind in seinem
Frieden geborgt. Er ist unser Friede. Frieden, weil wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Wir müssen nicht mehr etwas sein wollen vor Gott. Er hat uns schon dazu gemacht. Wir sind seine Kinder, seine Söhne. Es kann niemals mehr jemand wegnehmen. Im Epheser Kapitel 2, ein Abstecher, so wie wir früher waren, weil das ist schon interessant, wenn wir das sehen, wie es vorher war, damit wir besser oder mehr es schätzen, wie wir jetzt sind, in welchem Stand uns Gott hineinversetzt hat. Im Epheser 2, Vers 12 heißt es, dass wir zu jener Zeit außerhalb Christus waren, entfremdet von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung und keine Hoffnung hatten und ohne Gott waren in dieser Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und des Zaunes Scheidewand abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen abtat und so die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib durch das Kreuz mit Gott zu versöhnen, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Hier nimmt er einfach das Volk Israel und uns zusammen, denselben Gott. Aber was markant ist, wir hatten keinen Bund vorher mit Gott. Die Heiden haben keinen Bund. Heiden sind einfach die Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder auch nicht Juden sind. Juden haben einen Bund mit Gott. Und die Gemeinde. Im Korinther steht, es gibt drei Gruppen von Menschen. Es gibt die Juden, es gibt die Gläubigen an Jesus Christus und es gibt die Nationen oder Heiden genannt. Nationen. Nationen haben einfach keinen Bund mit Gott. Wir haben einen Bund, die wir an Jesus Christus glauben. Also Gott sieht nicht Afrikaner und Inder und so, sondern er sieht diese drei Gruppen. Und mit diesen drei Gruppen geht er verschiedenartig um. Er möchte, dass alle natürlich zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus kommen. Aber noch einmal, gemäß dieser Schriftstelle sagt Paulus, dass wir vorher außerhalb von Christus waren. Was sind wir denn jetzt? In Christus. Wir sind jetzt in Christus. Neues Testament, weiß ich dann, wie viele Male sagt es, ihr seid in Christus, ihr seid in ihm. In ihm sind wir eine neue Kreatur, weil das Reich Gottes ist inwendig. In ihm, das ist der Bund. Es ist so, wie wenn wir, und eigentlich ist es so, im Herzen Gottes, im Herzen Jesu waren dort am Kreuz. Er ist für uns gestorben, er ist das Lamm Gottes, er ist unschuldig, er hat unsere Sünden, unsere Schuld auf sich genommen, damit wir frei sind. Er ist dieser große Austausch am Kreuz. Wir waren entfremdet von der Bürgschaft Israels. Wir sind jetzt aber Himmelsbürger. Wir waren entfremdet. Dann wir waren fremd den Bündnissen. Wir hatten keinen Bund. Wir haben aber jetzt einen Bund. Wir hatten keine Hoffnung vorher. Jetzt haben wir aber eine Hoffnung. Wir waren ohne Gott vorher. Weil Gott nennt die Menschen, die keinen Bund haben mit ihm. Sie können schon sagen, ja, wir haben viele andere Götter. In Gottes Augen ist das nicht Gott. Es gibt nur einen lebendigen Gott.
Das heißt, sie haben keinen Gott. Wir hatten auch keinen Gott, bevor wir uns für Jesus Christus entschieden haben. So sieht es die Bibel. So sagt es die Bibel. Darum ist die Bekehrung so wichtig, dass wir uns entscheiden für Jesus Christus. Egal wie wir aufgewachsen sind. Dann heißt es dreimal im Vers 14, er ist unser Friede. Er kam, um Frieden zu stiften. Und er verkündigte Frieden. Weißt du, wenn du das kostbare Geschenk des Friedens in dir hast, weil du von Gott gerecht gesprochen worden bist, dann egal wie die Situation ist, du, vielleicht triffst du solche Situationen in den Ferien an, wo jemand streitet. Hoffentlich nicht deine Familie. Oder etwas einfach los ist, das nicht schön ist. Es heißt im Hebräer, du kannst Frieden stiften. So wie Jesus gekommen ist, Frieden zu stiften, kannst du deinen Frieden. Einfach, man kann beten für diese Situationen im Moment. Man kann hingehen und etwas Nettes sagen. Und schon stiftet man Frieden. Wir sollen Frieden stiften. Dieses Geschenk können wir weiterreichen. Wir können echt etwas tun. Und der Heilige Geist ist voll Inspiration für uns, dass er uns schon richtig führt. Ich sage nicht, du musst dich überall einmischen. Manchmal ist es besser, man mischt sich nicht ein, aber man betet einfach. Herr, schenke ihnen deinen Frieden. Du siehst, wie sie zanken, sie streiten sich, weil sie keine Offenbarung haben von deiner Liebe, weil sie nur sich sehen und gerade irgendetwas los ist. Aber im Namen Jesus spreche ich Frieden aus. Jesus hat immer gesagt, Friede sei mit euch. Ohne Jesus Christus gibt es einfach keinen Frieden. Er ist unser Friede. Er ist der innere Frieden. Also nur auf einem Liegestuhl zu sitzen am Meer, heißt nicht, dass man Frieden hat. Überhaupt gar nicht. Vielleicht geht es da oben erst recht los. Aber was ist, wenn ich zurückkomme? Und ich sollte doch noch das und das hätte ich erledigen sollen. Und jetzt erwartet mich dann eine große Entscheidung. Und was ist mit diesem Familienstreit, dem ich einfach davongelaufen bin? Und tausend Möglichkeiten. Und da sitze ich cool in einem Stuhl und tue so, wie wenn nichts wäre. Kein Friede. Kein Friede. Jesus ist unser Friede. Er will uns Frieden schenken. Er will, dass sich dieser Friede in unseren Familien ausbreitet, weil es ist echt ein Markenzeichen von ihm, der echte Friede, dass Menschen sehen. Ich komme so gerne zu euch. Als wir in Rüschlikon wohnten, viele Jahre, und dann auf die Bibelschule gingen, da war diese Nachbarin. Die hat sich auch bekehrt und die kam dann in meine Frauengruppe und so. Und sie liebte unsere Katze. sie war gerade nebenan und meine Kinder, die waren ja noch dort. Und sie kannte die Wohnung bestens wegen dieser Frauengruppe, die ich dann immer in der Wohnung hatte, am Donnerstagnachmittag jeweils. Und sie hat schon gesagt, was mache ich denn, wenn du nicht mehr da bist? Und sie hat gesagt, ja, du hast doch Jesus, du bist doch nicht von mir abhängig, das kommt schon gut. Und sie hat das gar nicht gern gehabt, dass wir da weggegangen sind, auf jeden Fall. Sie hatte ja die Schlüssel. Und dann sagt sie, ja Gott, darf ich ab und zu einfach in die Wohnung kommen, wenn die Kinder nicht da sind und mich hinsetzen. Das hat sie dann auch gemacht und sie hat mir dann erzählt, dass wir zurück waren. Sie kam dann oft, hat sich einfach hingesetzt und hat den Frieden Gottes genossen. Sie spürte diesen Frieden. Weißt du, dass das eine Macht ist, dass es nicht sichtbar ist, aber es ist eine Substanz. Geistliche Dinge sind auch, Glauben ist auch eine Substanz. Nicht materialisiert, aber es ist, die geistlichen Dinge sind eigentlich viel realer als die, die wir sehen. Weil die wir sehen, sind gemacht worden
vom Geist. Die Welt wurde erschaffen durch Gottes Wort. Gottes Wort sehen wir nicht. Sie kam und setzte sich hin und genoss den Frieden. Wenn du bist vielleicht auch schon mal einmal in einen Raum hineingekommen, wo du spürst, da fühle ich mich gar nicht wohl. Es kann sein, dass in diesem Raum gestritten worden ist. Große Uneinigkeit und unliebe Worte gesprochen worden sind. Das ist wie wenn du Fisch bratest und der Fischduft noch in der Luft liegt, auch nachdem schon längstens gegessen worden ist oder Raclette. Das Raclette bringe ich nie aus der Wohnung. Käseduft und Fondue und so. Hey, das ist im Geist genauso. Worte haben Macht. Frieden spürt man. Aber Streit eben auch. Wenn wir da hineinkommen, am Sonntagmorgen, beten wir immer noch, bevor ihr kommt. Weil hier wird so viel anderes gemacht während der Woche. Nicht, dass es schlecht wäre, aber es ist einfach wichtig, dass wir diesen Raum dem Herrn weihen. Wir beten, dass einfach Worte, die nicht gut waren, Worte, die gesprochen worden sind, auch in Luzern machen wir das, dass es einfach jetzt weggeht, dass jetzt da die Räumlichkeiten und alles, was wir da mieten dürfen, für den Herrn da ist und dass es geheiligt ist dem Herrn. Es ist uns sehr wichtig, weil Gott nimmt das auch sehr ernst. Für das haben wir ein Gebet. Kann man zu vielen brauchen. Wenn es darum geht, dass wir einfach Frieden bekommen, auch wenn wir manchmal keinen haben. Wir haben ihn sicher im Herzen. Wenn wir uns besinnen, wenn wir vielleicht eine Minute Zeit nehmen und uns dann besinnen auf Jesus, was er für mich getan hat und dass er wirklich da ist und einem nie lässt, nie fallen lässt und immer für uns ist. Und auch dann, wenn wir versagt haben, steht er da mit offenen Armen und nimmt uns an. Wir sind schon angenommen. Wir können eigentlich gar nichts machen. Aber wenn wir das dann uns vergegenwärtigen, kommt ja, manifestiert sich der Friede wieder. Aber ich möchte das anhand von dem Beispiel in Johannes 20 noch einmal euch vergegenwärtigen, dass ihr das nie mehr vergisst und auch ich nicht. Es kann sein, dass der Friede verloren gehen will, aber wir lassen es nicht zu. Im Johannes Kapitel 20 ist die Geschichte, wo Jesus sich den Jüngern offenbart nach der Kreuzigung. Ich liebe das so sehr. 20, 19 bis 21. Hört mal zu, als es nun an jenem ersten Wochentag, was ist das für ein Tag? Als es nun an jenem ersten Wochentag, Abend geworden war. Das war der Abend der Auferstehung. Erster Wochentag. Seitdem ich das sehe, sage ich nie mehr, Montag ist der erste Wochentag. Ich sehe es jetzt einfach so, weil die Auferstehung stattgefunden hat. Am Sonntagmorgen finde ich einfach, dass der Grund, weshalb die meisten Christen kommen am Sonntag zusammen. Es ist kein Gesetz. Es ist irgendwo wie von Gott geplant und als eine schöne Celebration, dass wir am ersten Tag der Woche, an jenem ersten Wochentag zusammenkommen. Heißt aber nicht, dass er am Mittwoch nicht da wäre oder am Freitag oder so. Wir treffen uns am Freitag in Luzern. Ist auch gut. Aber irgendwie finde ich es ganz speziell. Nur nebenbei gesagt. Als es nun an jenem ersten Wochentag Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Shalom.
Er hat sicher Shalom gesagt, weil er sprach Hebräisch. Shalom. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Also sie waren total in Terror und Angst, hatten die Tür verriegelt aus Angst vor den Juden und sie verstanden die Welt nicht mehr. Sie glaubten doch jetzt wirklich, dieser Jesus sei gekommen, um das Reich Gottes zu bringen und wir wollen ihn feiern als König. Und alles lief anders, obwohl er ihnen immer wieder gesagt hat, dass er dann eben leiden würde und dass er sein Leben geben würde und dass er der Messias ist. Sie verstanden das, sie sagten ihm Herr und Meister und so weiter. Sie blieben bei ihm. Petrus verriet ihn noch, dreimal hat er ihn verraten, weil er so voller Furcht war, als sie ihn dort erkannten, als er gegeißelt wurde und er dort auch im Hof stand und zuschaute, er verstand die Welt nicht mehr. Meine im Garten Gethsemane, als sie Jesus abholten, die Römer, eine ganze Gruppe von, ich weiß nicht wie viele Soldaten. Und Jesus sich stellte, oder? Sie fragten, wir suchen Jesus. Sie kamen ja mit Judas. Judas zeigte den Römern, wo er ist. Und Judas ging noch hin und hat ihn noch geküsst. Da nahm Petrus das Schwert und hieb einem von diesen Soldaten das Ohr ab. Du willst ja mir nicht sagen, dass er auf das Ohr gezielt hat, um das Ohr so schön abzuschneiden mit seinem Schwert. Nein, er wollte natürlich den Kopf, aber hat nur das Ohr erwischt. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat das Ohr genommen und ihn geheilt. Ist gewaltig. Und dann sagt er, wen sucht ihr? Ja, Jesus von Nazareth. Und er sagte nur, ich bin's. Und alle fielen auf den Boden. Alle Soldaten fielen rücklings auf den Boden. So voll Herrlichkeit und voll. Er hat sein Leben gegeben. Er ließ sich nehmen dort. Es ist nicht so, dass sie. Petrus hat es nicht verstanden. Petrus sagt, also lass mich Jesus in Ruhe, so quasi. Oder? Gott sei Dank hat er nur das Ohr erwischt. Aber ich denke, Jesus hat auch den Kopf wieder aufgesetzt. Petrus hat ihn verraten. Er war voller Angst. Aber Jesus ist so gut. Wir kennen ja die Geschichte, wie Jesus Petrus auch wieder hergestellt hat, noch bevor wir dann andere Geschichten noch lesen, die sich zugetragen haben, diese 40 Tagen, wo Jesus immer wieder erschienen ist, bevor er in den Himmel auffuhr. Aber nur zum Sagen, die Furcht, die Panik, die Jünger hatten, sie verstanden einfach das nicht. Sie waren dort oben verschlossen und Jesus kommt durch die Tür, durch die verschlossene Tür. Mit dem Auferstehungsleib ist das möglich. Vorher war das bei ihm auch nicht möglich. Ging er durch die Tür. Friede sei mit euch. Und er zeigte ihnen die Hände und die Seite. Die Seite natürlich dort, wo die Römer diesen Speer hinein am Schluss noch gejagt haben, gesagt, er ist wirklich tot. Er ist tot, weil er starb. Ohne dass man ihm die Gebeine gebrochen hätte. Das war auch eine Erfüllung einer Prophetie von dem Psalmen, wo es steht, keine Gebeine werden ihm gebrochen, weil oftmals hatten sie auf diese grausame Art, die Menschen eben zu töten, dass sie
dass sie sterben, hat man, damit der Tod sich schneller manifestiert, am Schluss noch eben die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr immer wieder aufrichten konnten, um Luft zu schnappen. Dann mussten sie dann schneller sterben. Aber bei Jesus haben sie gesehen, dass er schon tot war. Niemand durfte ihm die Gebeine brechen. Aber hier haben sie ihm noch den Speer in die Seite gejagt und da floss ja Blut und Wasser raus. Aber Riso zeigt er ihm die Hände wegen den Nägelmalen, die wir dann auch sehen werden mal im Himmel. Die werden ewig bleiben. Die Marken, die Zeichen seiner Kreuzigung, natürlich auch Füße, das werden wir sehen. Praise the Lord, da ist ein Loch. Da ist ein Loch in alle Ewigkeit. Und weshalb zeigte Jesus das seinen Jüngern? Er wollte ihnen einfach zeigen, es ist vollbracht. Ich habe den Preis bezahlt. Ich bin es. Ich rechne dir die Sünden nicht zu. Ich habe dich erlöst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Hab keine Angst. Und das heißt, die Jünger wurden froh. Frieden, der Friede manifestiert sich sofort, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus sehen, wenn wir sein vollbrachtes Werk sehen, dass er diesen Preis erkauft hat, dass er diesen Preis, besser gesagt, bezahlt hat für uns. Wir sind kostbar. Weißt du, wie kostbar wir sind? Genau so kostbar wie sein Leben. Weil er sein Leben gegeben hat, so kostbar wie sein Blut. So kostbar, das ist so ein hoher Preis. So sieht er uns, so sehr liebt er uns. Das ist das Evangelium, dass er uns einfach liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das glauben wir. Das ist so simpel, einfach. Für viele Menschen ist das viel zu einfach. Aber es ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Und darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Aus Glauben zum Glauben. Das steht im Römerbrief. Das ist einfach so, so kostbar. Praise the Lord. Der erste Bereich, wo Jesus eigentlich gestorben ist und das bezahlt hat mit seinem Blut, war der Kopf. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt. Weshalb? Er hat Todesangst ausgestanden, damit wir nicht mehr Todesangst haben müssen. Er hat diese psychischen Krankheiten, die wir heute kennen, hat er getragen. Getragen, er hat es auf sich genommen, ganz bewusst. Der ganze Fluch heißt es. Und das ist unter dem Fluch, wenn man das genau liest. All diese psychischen Störungen, wie viele Menschen haben heute Depressionen. Sie sehen nicht mehr weiter. Jesus hat es getragen. Wenn wir das glauben und in Anspruch nehmen, oh Jesus, ich danke dir. Zuerst hat er unseren Kopf, weil er schwitzte Blut. Und nachher auch das mit der Dornenkrone, das ist alles Symbolik auch, weil Dornen bedeuten ein unfruchtbares Leben, bedeutet ein Fluch eigentlich. Er blutete, als sie ihm diese Dornenkrone aufsetzten. Das waren solche Dornen, die sie einfach ihm aufgedrückt haben. Und dann schlugen sie ihn ins Gesicht und spieren ihn ins Gesicht. Sie gaben ihm Backenstreiche. Das alles noch vor dem Kreuz, bevor er gestorben ist. Bevor er den Balken da getragen hat. Bis an die Schädelstätte. Schädelstätte heißt Golgatha. Ja, er hat uns befreit. Oh, welch Segen, wenn wir glauben dürfen, dass all diese so
vielen psychischen Krankheiten, aber eben es wird ja ausgelöst meistens durch Stress. Und wieso Stress? Stress, die Wurzel von Stress ist auch Verdammnis und Anklage. Ich mache nicht genug, ich bin niemand, ich bin minderwertig, die anderen können es besser. Und Gott, ich werde sowieso nie dir gefallen können. Und was denkst du überhaupt über mich? Und all das ist die Wurzel. Aber Jesus hat diese Wurzel besiegt. Sie ist nun keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die den Bund haben. Wie haben wir den Bund? Indem wir sagen, Jesus, sei du mein Herr. Ich will an dich glauben. Das ist das Evangelium. Wir können nichts dafür arbeiten, nichts leisten, nie genug sein dafür. Es geht überhaupt nicht mehr um das, ob wir gut genug sind. Ist er gut genug? Ist das Opferlamm gut genug? Weißt du, was damals die Juden diese Tieropfer brachten? Und der Priester hat immer das Opferlamm genau getestet und angeschaut. Es musste perfekt sein, weil es repräsentierte das ultimative Opferlamm Gottes, nämlich Jesus. Es durfte kein gebrochenes Bein haben, kein abgebissenes Ohr. Es musste perfekt sein. Also der Mann, der kam mit seiner Sünde, musste ein Tier opfern, damit er ihm vergeben würde. Alles Schattenbilder auf Jesus hin. Was hat der Priester gemacht? Er hat ganz genau das Opfertier inspiziert, ja. Genauestens, es musste perfekt sein. Es musste, wenn er der Mensch, der opfern wollte, musste, wenn er ein Lamm gab, das war dann schon besser als eine Taube oder so, ein Lamm, er musste das schönste Lämmlein nehmen. Lämmlein nehmen. Ja, nicht irgend so einen alten Ziegenbock. Der Priester hat nie, er musste das Lamm untersuchen, nicht derjenige, der gesündigt hat. Gott will uns damit sagen, das perfekte Opferlamm Gottes, der Vater ist so begeistert über Jesus, weil sein Opfer absolut vollkommen war. Und in alle Ewigkeit, für alle Menschen, genügend ist und sogar überbezahlt. Wenn du dir vorstellst, dass wenn du jemandem schuldig bist und ein anderer kommt und sagt, du weißt du was, ich habe einfach wirklich total im Überfluss, ich will dich befreien von dieser Schuld, ich bezahle deinem Gläubiger. Du hast eine Schuld von 40.000 und der Mann, der Freund, der dich befreien will von dieser Schuld, der gibt 3 Millionen. Das ist Überbezahlung von einer Schuld. Und mit Jesus ist noch viel mehr für das, was er getan hat. Wir können das nie denken, ja, das reicht jetzt nicht, diese Sünde ist viel zu groß oder so irgendetwas. Das Evangelium ist dermaßen absolut Good News. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Amen. So ist es. Also gut, der Friede Gottes sei in unseren Herzen. Und noch zum Abschluss. Ich habe gestern 2 Verse gefunden, die haben mir so gefallen. Nur zu hören. Jesaja 48, 18. Es heißt, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und dich den Weg leitet, den du wandeln sollst. Oh, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Was ich da noch sehe drin ist, die Friede wie Wasser, ein Wasserstrom, Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wir sehen hier Friede und Gerechtigkeit zusammen. Und dass du auf meine Gebote achtest, es ist natürlich im Alten Testament geschrieben, wir wissen nur, Jesus kann vollkommen alle Gebote
gehalten und hat auch das Gesetz für uns erfüllt. Es geht nur um Friede wie ein Wasserstrom, Gerechtigkeit wie Meereswellen. Diese beiden Dinge und genau im Psalm 85 noch einmal, Vers 9 bis 10, gewiss ist sein Heil denen nahe, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit in unserem Land wohne, dass Gnade und Wahrheit einander begegnen, dass Gnade und Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ist das nicht schön? Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit gehört zum Frieden. Weil wir gerecht gesprochen worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Nehmt es mit. Nehmt Irene mit. Das ist ein viel besserer Koffer als der andere Koffer. Nochmal eine kleine Geschichte zum Abschluss wegen Sorgen. Stell dir vor, dein Telefon klingelt am Morgen früh. Du nimmst den Hörer ab und sagst Hallo. Hörst eine Stimme, welche sagt, Guten Morgen, hier spricht Jesus Christus, dein Herr. Heute werde ich mich um alle deine Probleme kümmern. Bitte denk daran, ich brauche dazu deine Hilfe nicht. Sollte der Feind dich in eine Situation bringen, mit der du nicht umgehen kannst, versuche nicht, sie zu lösen. Lege sie einfach in die Ablage, wo steht für Jesus. Ich werde mich zur richtigen Zeit darum kümmern. Wenn du sie dort abgelegt hast, dann halte dich nicht mehr daran fest und stimm sie und nimm sie dort nicht weg. Daran festhalten und sie dort wegnehmen, würde die Erledigung verzögern oder behindern. Gibt es eine Situation, die du selber erledigen kannst, dann hole Rat bei mir im Gebet. Weil ich nicht schlafe und auch nicht müde bin, ist es nicht nötig, dass du wach liegst im Bett. Ruhe dich aus, mein Kind. Wenn du mich brauchst, bin ich nur ein Gebet von dir entfernt. Also, wenn wir uns nicht Sorgen machen, sorgt er für uns. Amen.